Victorium, liebe Wastelander, weiter geht's mit Fallout 4. Ja, wir haben, wie wir gehört haben, einen Knappen zugeteilt bekommen und mit dem sollen wir jetzt wohl mal losziehen und ein bisschen was beibringen. Deswegen reisen wir mal nach unten und gucken uns mal unseren Knappen an. Ich habe jetzt mal ein bisschen Pimp My Power Rüstung gespielt und habe mir einen Skin runtergeladen für die X01, damit ich da die Bruderschaftslackierung draufpacken kann. Denn die ist natürlich wesentlich besser. So, dann gucken wir mal, wo steht er denn, der gute? Was gibt's denn da oben eigentlich zu entdecken? Moment, das muss ich mal kurz sehen. Was ist denn das? Flughafen Boston, die Ruinen. Okay. Naja, haben wir es mal entdeckt. Den Abschluss des Commonwealth zu verschonen, kann tödlich enden. Es kann losgehen. Kennst du den Ablauf? Ich soll beobachten, wie du ein Gebiet des Commonwealth von unerwünschten Elementen befreist. Bleib in meiner Nähe, Frischling. Dann passiert dir nichts. Bestätigt. Ich habe den Ort für dich markiert. Hubris Comics. Ist ja nicht gerade um die Ecke. Ach, wisst ihr was? Da rufen wir uns doch mal im Vertibird, wenn wir die Granaten schon haben. Vertibird, Signal, Granate, auswählen. Wir haben einen schönen freien Platz. Hier, da können sie doch landen. So, Splittergranate wieder auswählen. Zum Glück kann man die Granaten immer wieder oben nachkaufen. Bald werde ich zum Ritter befördert und kann selbst solche Missionen annehmen. Bald in ein paar Jahren. Da kommt er ja auch schon. Ab jetzt wird es schwierig, wieder auf der Prudwin zu patrouillieren. Bald werde ich zum Ritter befördert und kann selbst solche Missionen annehmen. Nicht, wenn du die ganze Zeit lauberst. So, Ziel auswählen. Hubris Comics. Ja. Alle Instrumente im grünen Bereich. Sind bereit zum Abflug. Deine Waffe ist geladen und bereit. Weit mal teil. Ist der jetzt stehen geblieben? Ich sehe ihn zumindest nicht. Wer schießt denn da? Ah, fliegt ein bisschen anders. Ich will da runterschießen. Okay, höher. Fly me to the moon. Wird's aber zapfenduster.
Position. Bestätige. Ja, mitten im Teich drin. Na, dann komm mal her, Supermutanten-Scharfschütze. Wo bist du denn? So, das war's. Wo ist denn mein Knoppe eigentlich? Der ist weg. Na, der wird schon hoffentlich kommen. So, der Comicladen ist da oben irgendwo. Da ist er. Das heißt, Ghule töten. Hundertprozentig. Affe. Ich verstehe die Logik. So, wo sind sie denn alle? Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich hier eigentlich noch ein Heftchen irgendwo offen? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas Nützliches? So, weiter hoch geht's. So, Jungs, was seid ihr denn? Kommt mal raus jetzt hier. Schnapp sie dir! So, jetzt kommen sie bestimmt da runter, wa? Na los, wo seid ihr denn? Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ort. Ah! Gib dir mal den Rest. Oh, sorry, ich muss kurz husten. Sie müsste eigentlich direkt vor mir sein, hier irgendwo. Da seid ihr. Was verbessert Hunting Rifle? Nee. Was mo. Da hinten ist der Leuchtende irgendwo. So, der macht schon mal nichts mehr. Wow. Wieder mit der
der Bruderschaft anlegen. So ist es. Sprich mit dem Knappen der Bruderschaft. Wo ist er denn? Ein uraltes Fernsehstudio. Die Ausrüstung könnte für die Bruderschaft nützlich sein. Kümmer dich nicht um mich. Oh oh. Wo ist er denn? Da ist er ja. Hey, Kumpel. Das war spannend. Du hast dich gut geschlagen und der Bruderschaft Ehre gebracht. Geh wieder zurück. War mir eine Ehre. Kehre zu Lancer Captain Kells zurück. Alles klar. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Technisches Dokument, cool, das können wir abgeben. Nochmal. Nochmal. Hier liegt ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Wenigstens nicht ganz so eine negative Einstellung, Dance. Sehr schön. Wir können aber da nochmal schnell rein, da ist ja der Safe drin. Machen wir den nochmal schnell auf, nehmen wir mit, was drin ist. Das wär's. Ja. Und ich dachte jetzt aber, dass hier irgendwo noch ein Heft gewesen wäre. Aber da. Nee, das war nicht hier. Nee, das war nicht im Rubix Comics. Das habe ich schon. Blöd. Nehmt mich mit, Jungs. Können wir hier wieder irgendwo ein Vertibird landen lassen? Weil dann reise ich lieber mit dem Ding, anstatt dass ich jetzt Schnellreise mache. Was? Sie gehören wem? Halluzinogen, Ink, Stabilität, Posten. Nee. Juhu! Geigerzähler tickt wie wild. Oh! Edgar Swan? War das ein Typ? Meine körperliche Entwicklung scheint sich stabilisiert zu haben. Laut dem medizinischen Team hat sich meine Muskelmasse seit dem Beginn des Experiments mehr als verdreifacht. Und auch meine neurale Effizienz ist jetzt wesentlich höher. Diese Art der modifizierten FEV-Viren ist bislang ein beachtlicher Erfolg. Anscheinend stellen sich bei mir alle erwarteten Vorteile ohne die typischen Nebenwirkungen ein. Meine Bewerbung für den Beitritt zum Forschungsteam muss noch vom Direktor genehmigt werden. Obwohl wahrscheinlich noch weitere Tests nötig sind, hoffe ich, in den kommenden Tagen mit meinem eigenen Experiment behilflich sein zu können. Ja, das hat wohl dann doch nicht so geklappt. Ach, da geht's weiter. Tag 1. Ich habe ein paar Zigaretten geklaut, ganz schlimm. Hier haben zwar die Klugscheißer das Sagen, aber die können auch nicht einfach alles machen. Ich habe Rechte, letztendlich lief es dann ganz gut. Sie haben eine
Bewährung zugestimmt. Ich bleibe einen Monat drin, schreibe jeden Tag was und sie bringen mir so viel Essen und Wasser, wie ich will. Halten die das für eine Bestrafung? Ist auf jeden Fall besser, als jeden Tag die Böden zu schrubben. Ich hätte wissen müssen, dass was nicht stimmt, als sie weitere Tests durchführen wollten. Jeder einzelne Knochen in meinem Körper tut weh. Ich bin ständig gereizt, nervös. Kann kaum schreiben, aber meine Gedanken rasen. Verdammt, was ist los? Was haben die mit mir gemacht? Tja, die haben dich in ein Riesenvieh verwandelt, mein Guter. Die Anfälle gehen weiter. Nach dem zweiten am heutigen Morgen wurde ich für weitere Untersuchungen zurück ins Beobachtungslabor verlegt. Meine Prognose ist schlecht. Ich habe es selbst herausgefunden. Die Virenart, mit der ich infiziert wurde, ist von Grund auf instabil. Meine geistigen Fähigkeiten hatten vor 2 Tagen ihren Höhepunkt erreicht und sind seitdem rapide schlechter geworden. Das ist erst der Anfang. Werden sie mich rauswerfen wie all die anderen? Du bist Swan. Cool. Kommt mein Vertibird jetzt bald mal? Ich hoffe, wir haben alle Notizen gelesen. So, bringt mich zu Pridwin. Willkommen an Bord, Ritter. Abflug in Kürze. Die Waffe ist einsatzbereit und freut sich aufs Gefecht, Sir. Ja komm, lass doch mal da denen helfen. Flieg doch nicht gleich immer zurück. Okay, den haben wir erwischt. Immer schön durchs Gebäude fliegen. Ja, nicht drumherum. Aber ich befürchte fast die Mission, die wir jetzt gemacht haben. Dass es so auch wieder so eine unendliche Mission ist. Leider. Setze zur Landung an. Alles festhalten. Danke für den Ritt, Jungs. Meine Rüstung ist cooler als deine. Meine ist cooler als deine. Hinter dem Brock der Tegan liegt übrigens ein X01-Helm. Ich bin die ganze Zeit überlegt, es ihm irgendwie zu klauen. Ich weiß nur noch nicht wie. Captain Kells. Willkommen zurück. Ist die Trainingsmission gut gelaufen? Also die Shepard-Stimme fällt mir gerade ein. Positiv. Gut gemacht. Hier, für deine Mühen. Denk dran, ich suche mir diese Ausbilder nicht willkürlich aus. Ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Genau diese Fähigkeiten sollen auch unsere jungen Knappen entwickeln. Möchtest du noch jemanden unter deine Fittiche nehmen? Ich helfe gern. Gut, ja. Ein Knappe, der den Ort kennt, wartet unten auf dich. Ich hoffe, du zeigst ihr, wie es läuft. Ja, aber das ist dann sowas, das kann ich auch allein machen. Das muss ich dann nicht wieder aufnehmen. Hey, kann man mit ihm wieder ploppern? Dance? Wenn du jetzt Zeit hast, wüsste ich immer noch gern, was du von Gelehrter Halen hältst. Gelehrter Halen, das war die in der Polizeistation.
Gelehrte Halen? Warum? Stimmt mit dir etwas nicht? Nein, überhaupt nicht. Halen geht es gut. Ich wollte nur mit dir über sie reden und vorher wissen, was du von ihr hältst. Ja, sie gibt uns ja immer Missionen. Will, dass wir das Zeug finden. Sie ist auf jeden Fall engagiert, würde ich sagen. Sie ist wirklich äußerst engagiert. Eine echte Teamplayerin. Nichts lieber als das. Aber ich war nicht auf eine Bewertung ihrer Arbeit als Gelehrter aus. Ich wollte wissen, was du von Halen hältst, als Mensch. Das ist so untypisch für dich, Dance. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Ich rede wohl um den heißen Brei herum, weil ich solche Gespräche normalerweise unangenehm finde. Ich versuche direkt zum Punkt zu kommen. Die Wahrheit ist, ich bin um sie besorgt. Da wir beide so gut miteinander auskommen, dachte ich, ich kann mich dir anvertrauen, um eine ehrliche Meinung zu hören. Sicher. Sag schon, was dir auf dem Herzen liegt. Beginnen wir am Anfang. Kurz bevor du uns gefunden hattest, wurde einer meiner Männer mehrfach von Raidern angeschossen. Halen blieb 2 Tage lang ohne zu schlafen an der Seite des Ritters und kämpfte um sein Leben. Was ging mit ihm langsam bergab. Ich fand, dass sein Leiden enden musste und befahl Halen, ihm eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, um ihn in Würde sterben zu lassen. Obwohl ich sicher bin, dass sie weiter um das Leben des Ritters kämpfen wollte, gab sie ihm ohne zu fragen die Spritze. Wie schrecklich, Dance. Vielleicht hätte Halen ihn retten können. Unmöglich. Er war gelähmt und hatte innere Blutungen. Und da draußen ist das wie ein Todesurteil. Aber um die Entscheidung, diesem Soldaten das Leid zu nehmen, geht es ja nicht. Es geht darum, was später an diesem Abend passiert ist. Halen kam zu mir, während ich Wache hatte. Sie sagte nichts, aber ich konnte sehen, dass was nicht stimmte. Nach einer gefühlten Ewigkeit brach sie weinend in meinen Armen zusammen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also hielt ich sie eine Weile. Ein paar Minuten später hörte sie auf, küsste mich auf die Wange und sagte nur, danke, bevor sie ins Polizeirevier zurückging. Da wurde es mir klar. Vielleicht hatte ich es übertrieben. Ich hatte ihr befohlen, ihren Instinkt zu ignorieren. Etwas zu tun, das ihrer Ausbildung nach falsch war. Daher mache ich mir Sorgen um sie. Und auch um alle anderen unter meinem Befehl. Komm schon, Dance. Worüber machst du dir wirklich Sorgen? Ich weiß nicht. Also, 4 Soldaten, mehr als die Hälfte meines Teams sind tot. Jeder starb aufgrund meiner Entscheidungen. Ich kenne die Risiken, die diese Arbeit birgt. Das tun wir alle. Aber wie kann mir irgendjemand überhaupt noch vertrauen? Verdammt, wie kann ich mir überhaupt selbst vertrauen? So wie du Halen gehalten hast, weiß ich, dass sie dir nicht egal sind. Und du ihnen auch nicht. So habe ich das noch nie gesehen. Sieht aus, als hätten sich die Dinge geändert. Ich habe mich als dein Fürsprecher gemeldet, um dir alles beizubringen, was ich weiß. Aber heute war ich es wohl, der eine Lektion gebraucht hat. Aber Spaß beiseite. Es freut mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Und trotz all deiner Probleme hast du dir die Zeit zum Zuhören genommen. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mit dir nicht nur als dein befehlshabender Offizier reden kann. Ich bin immer für dich da, Dance. Gut. Vielleicht komme ich eines Tages darauf zurück. Aber danke, dass ich mir das von der Seele reden durfte. Das hat wohl stärker auf mir gelastet, als ich dachte. Mir tut nur leid, dass du meine schlechteste Seite erlebt hast und nicht meine beste. Aber was? Mir scheint der Herr Dance ist ziemlich im Zwiespalt so ein bisschen. Können wir nochmal mit ihm reden? Aladdin Dance? Gibt es irgendwas Bestimmtes? Nee. Sonst nichts weiter. Also gut. Okay, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Mal schauen, was wir dann da machen. Bis dann.